Beinlängenausgleich, Beckenschiefstand, Wirbelsäulenbegradigung. Das haben wir alle bestimmt schon mal gehört. Und ich bin froh, dass ich heute einen Fachmann dazu hier bei mir habe, nämlich den Willi Bucheli. Hallo Willi, schön, dass du aus der Schweiz wieder zu mir gekommen bist, dass wir mal über dieses Thema endlich richtig fundiert reden können. Was kannst du uns dazu sagen? Also Beinlängendifferenzen, das kennen wir schon Jahre hinweg. Beckenschiefstand ist etwas, was immer wieder vorhanden ist. Und das sind halt so Situationen, wo wir dann wussten, ja, wir gehen zum Atlaslogen, der kann das richten, der richtet die Wirbelsäule oder das Becken wird ausgerichtet. Und ich habe schon so viele Menschen gesehen, die was gemacht haben, aber es leider dann halt nicht stabil wurde. Das heißt, es fällt immer wieder gerne zurück. Wir fallen wieder in eine Situation hinein, wo das alte Bild dann wieder hervorkommt. Und das hat mich jetzt die letzten Monate hat mich das beschäftigt. Und ich habe auch gesehen, zum Beispiel, dass wenn jemand ausgerichtet wird mit der Wirbelsäule, also nicht Wirbelsäule rein, aber das Becken wird ausgerichtet, dass es gerade ist und dann sieht man, es ist okay, dass die Leute, wenn sie ein Handy-Telefon nehmen, ein Smartphone oder einfach ein Handy, und die beginnen zu telefonieren, fällt der Beckenschiefstand wieder zurück. Das heißt, die ganze Arbeit, die ein Atlasloge macht zum Beispiel, fällt innerhalb Minuten wieder weg. Und wenn ich nur das nächste Mal das Telefon nehme. Und das hat mich natürlich gereizt, weil ich habe mich auch mit Elektrosmog auseinandergesetzt, mit den Verbindungen, was kann ich für Energien, die freie Energien, über die ich ja schon geredet habe, die kann ich benutzen, um mitzuhelfen, eben da einen Schutz zu geben. Wie ich euch mal gezeigt habe im ersten Film, glaube ich, mit dem Elektrosmog-Zeichen, das du ja auch schon angewendet hast. Und es ist einfach spannend, dass wir mit Energien etwas ausrichten können. Und ich war einfach nicht zufrieden mit dem, wo ich sah, ich reguliere eine Wirbelsäule oder ich reguliere das Becken und kaum geht er weg und er telefoniert, fällt es wieder auseinander. Und ich habe dann wirklich Tests in der Praxis gemacht. Ich habe zuerst gemessen, also ausreguliert, und es sind fast über 90% aller Menschen haben Beckenverschiebungen. Ist eigentlich Katastrophe, weil wir tragen so viele Lasten und so viele Belastungen mit uns und das schlägt auch aufs Becken. Das heißt, die Beinlänge verändert sich. Wir stehen dann nicht mehr gerade im Leben. Wir sind immer unter Spannung und unter Druck. Und wenn ein Beckenschiefstand vorhanden ist, reguliert das nicht nur das Becken nicht mehr richtig, sondern es sind die Gelenke, es sind die Knie, die Fußgelenke, sogar Schultergelenke. Also wie gesagt, wenn Verbindungen da sind, dass die Schulter, und man sieht das sehr oft, dass die Leute so schief sind, schon anhand von den Kleidern, dass es nicht gerade sitzt, sondern dass es verschoben ist, dann sieht man schon von Weitem, dass der Beckenschiefstand dabei. Und das muss ich regulieren können, müssen wir ausgleichen können, damit die Statik im Mensch drin selbst wieder in die Norm kommt. Weil wenn wir gerade sind, passiert nichts. Es gibt ja auch die Probleme, Wirbelsäule, Ausrichtung, wenn der Kiefer, wenn der Biss nicht stimmt. Oder wenn da verschoben wird oder der Kiefer verschoben wird, dann fällt ja auch meine Wirbelsäule auch aus der Norm. Oder mein Becken geht nicht mehr richtig. Und die ganzen Gelenke, Iliosakralgelenke, was auch immer, Knie, alles ist dann nicht mehr im Lot. Und jetzt probieren wir das wirklich wieder auszurichten. Ich habe früher Wirbelsäule ausgeschwungen, ich habe alles gemacht, um den Ausgleich zu schaffen. Aber es hat nie
für immer gehalten, weil, wie gesagt, plötzlich die Leute halt ein Telefon nehmen. Und heute ist ja Katastrophe, heute hat jeder ein Telefon in den Händen und man kann hinschauen, sobald irgendwo jemand sitzt, im Restaurant oder an der Bushaltestelle, jeder hat sein Handy in den Händen und tippt da rum oder telefoniert. Und all diese Menschen, wenn man die testet, sieht man, dass sofort das Becken wieder in Schiefstand geht. Und das ist ein bisschen eine Seuche für mich. Und ich habe mir einfach gedacht, was kann ich dazu beitragen, um dieser Situation ein Ende zu bereiten? Wenn möglich ein Ende. Und mir ist es in der Zwischenzeit durch viele Experimente soweit gelungen, eine Möglichkeit zu finden, wie ich den Körper unterstützen kann oder den Menschen unterstützen kann, damit sich das wieder selbst reguliert. Ich habe zum Beispiel, ich habe nur ein Unikum mitgebracht, so eine Achatscheibe. Und diese Achatscheibe habe ich mit freien Energien, habe ich die aufgeladen. Und mit Quantenenergie. Das heißt, es sind also jetzt Informationen einfach in diesem Stück Achat. Und der Stein selbst hat ja auch eine Schwingung. Und ich habe angefangen, bei jedem Patienten, den ich in der Praxis habe, zu schauen, hat er einen Beckenschiefstand oder nicht. Und wie gesagt, also es ist verwunderlich, wie viele Menschen einen haben. Ich habe mir das früher nie so extrem gedacht, dass das möglich ist. Und ja, einzelne schon, aber nein, es sind über 90% von allen meinen Leuten, die ich sehe, haben eine Verschiebung. Und dann, bevor ich die anfasse, bevor ich irgendwas ausgleichen möchte, auf Energieebene oder was auch immer, gebe ich denen einfach diese Scheibe in die Hand und ich sage, halt mal diese Scheibe mit drei Fingern, mit dem Daumen, Mittel- und Zeigefinger und einfach ganz locker hinstehen. Und ich warte dann. Du hast den Ringfinger jetzt genommen, ne? Ringfinger, das ist der Zeigefinger, den hast du jetzt ja, Ringfinger natürlich, Entschuldigung. Ringfinger. Die Zuschauer passen genau auf. Ne? Ja, genau. Ringfinger, Mittelfinger und Daumen. Links oder rechts, das spielt keine Rolle. Einfach so halten. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich selbst die halte, richtet es meinen Körper wieder aus. Das heißt, ich spüre was. Wenn ich jetzt dem Klienten nur die Scheibe gebe und er hält sie und ich stehe vor ihm, dann spüre ich plötzlich, wie mein Körper sich auch wieder richtet, obwohl ich gar nichts in den Händen habe. Und dann kann ich mitfühlen, was da passiert im Körper drin des Klienten. Dann legen wir die Scheibe auf die Seite, ich mache den Test wieder und plötzlich sieht man, dass die Länge sich ausgeglichen hat. Und die Leute stehen dann anders da hier und sie können sich anders da fühlen. Und gerade, wie gesagt, dieses Beckenproblem trägt natürlich dazu bei, dass viele Menschen von uns eben Gelenkbeschwerden haben, Fortbewegungsprobleme haben. Und das muss nicht sein. Wenn ich da helfen kann, etwas zu lösen, hilft mir das im Gesamten mit, dass ich den Körper des Menschen schneller stabilisieren kann. Und für mich ist es auch ein sehr wichtiges Instrument geworden, eben dieses Becken ausgeglichen zu haben. Und es macht mir Spaß, dass ich jetzt das so weit gefunden habe, dass es nicht irgendetwas ist, was dem einen hilft, dem anderen nicht, sondern weil ich jetzt schon an so vielen Menschen ausgetestet habe, es hat jeder reagiert. Ob er wollte oder nicht. Ich habe ja nie erklärt, was es ist. Ich habe nur gesagt, halten Sie mal diese Scheibe. Mit diesen drei Fingern stehen Sie einfach ganz entspannt hin. Wir machen es im Stehen, nicht mal im Liegen. Und man kann spüren, die einen sagen, wow, ich spüre von unten nach oben eine Energie, die da gelaufen ist. Andere sagen, ich spüre gar nichts. Aber wenn ich dann den Test wieder mache am Schluss, sehe ich, der Körper hat sich reguliert. Und das ist so spannend. Und das macht enorm Spaß. Und ich schaue jetzt, dass ich das für andere Menschen auch präparieren kann, dass jeder, der sowas dann möchte, sich in die Tasche nehmen kann. Ich trage den zum Beispiel, wenn ich nicht arbeite, habe ich den immer in meiner Tasche drin, weil ich mich einfach besser fühle.
Ich fühle mich besser, weil mein Rücken ist besser. Ich habe sehr oft, wenn ich Auto fahre, hatte ich Probleme, lange sitzen, wie jetzt zum Beispiel 8 Stunden Auto fahren hierher. Ja, dann steige ich aus und habe Probleme gehabt. Und jetzt nehme ich die in die Tasche und ich kann aussteigen und meinem Rücken geht's gut. Also es sind einfach Energien auch wieder. Und ich will den Menschen nicht irgendwas geben, das ja einfach überteuert ist und weiß nicht, was sein sollte. Nein, es muss Hand und Füße haben. Denn für mich ist die Ethik wichtig, dass der Mensch etwas Positives in den Händen hat, wo ihm wirklich hilft. Und wie gesagt, wenn ich jetzt gesehen hätte, dass ich bei 10% keinen Erfolg hätte, würde ich weitersuchen. Aber im Moment habe ich, ich will wirklich sagen, fast 100%, wo ich wirklich den Erfolg sehen darf. Und gerade halt eben das Problem Beckenschiefstand ist natürlich eben ein akutes Thema. Und ich glaube, du hast ja auch schon Sendungen gehabt jetzt über Beckenregulation, Aufrichtung und, und. Es gibt natürlich jetzt, die Zeit ist reif, es kommen jetzt verschiedene Techniken zum Vorschein, die helfen können. Und wie gesagt, das ist jetzt einfach ein Beitrag für die Menschheit. Ja, das, und ich hoffe, dass ich da sehr viel Gutes geben darf. Ja, genau so ist es. Und das ist ja so, genauso wie individuell, wie die Menschen sind, so individuell sind auch die Heilmethoden. Der eine hat hiermit Resonanz, der andere hat hiermit Resonanz. Und so wird es ganz viele Menschen geben, die auch damit Resonanz haben. Ich hoffe, du hast schon genug Aha-Scheiben besorgt, die du jetzt schon mal vorprogrammierst, damit, wenn unsere Zuschauer nämlich sagen, ich möchte auch eine, du da sofort helfen kannst. Also mir kannst du auch eine machen, muss ich sagen. Ich bin ganz froh bei den langen Autofahrten, weil du sagst, wenn ich dann aussteige und mich gleich wohlfühle, wenn ich die Scheibe in der Tasche habe. Mhm. Also deinen ersten Besteller hast du schon. Okay. Gut. Willi, bevor wir jetzt zum Ende dieses Videos kommen, hast du noch eine Botschaft für unsere Zuschauer? Die Botschaft. Zum Beispiel zum Beinlängenausgleich, zum Beispiel zum Wirbelsäulenschiefstand und so weiter. Ja, schaut einerseits, dass ihr nicht weiß wie viele Stunden am Handy hängt, weil wie gesagt, Problem ist, Handystrahlungen, die bringen euer Becken aus der Rolle. Also nicht das hilft gar nicht mit, dass wir in der Stabilität sind. Das ist eine, also wir kommen heute ja nicht mehr ohne Hände aus, ganz ohne geht es leider nicht, aber versucht einfach nicht unnötig lange oder viel immer am Handy zu sitzen. Und ja, habt eigenen Selbstrespekt und schaut, dass ihr es für euch tut, weil es bringt nichts, wenn ich nur immer die Hilfe außen suchen muss, sondern ich muss sie zuerst bei mir suchen. Und wenn ich bereit bin, etwas loszulassen, etwas zu geben, dann habe ich die Chance, dass es mir gut geht. Und ich würde jetzt vielleicht, das kommt jetzt ganz spontan, eine Energie euch schicken. Und ihr könnt dann einfach schauen, was passiert in euch drin. Spürt ihr eine Veränderung? Spürt ihr eine Erleichterung? Gehen Schmerzen zurück? Ich habe das an meinen Infoabenden gerne gemacht, dass ich dann allen Menschen eine Energie geschickt habe. Und nachträglich habe ich dann gefragt, wer hat die Schmerzen reduziert oder keine mehr. Und dann haben dann der größte Teil von allen haben aufgehalten und gesagt, es ist weg oder es ist zurückgegangen. Und dieses Geschenk würde ich euch gerne jetzt machen. Wenn ihr jetzt einfach da sitzt, setzt euch einfach hin, denkt an nichts, macht euren Kopf frei, erwartet nichts in dem Sinn. Ich werde nichts Manipulatives tun können, werde ich nicht und kann ich nicht, sondern ich schicke euch einfach die Energie Lamoria und die Energie von Lamoria und schaut, was es in eurem Herzen drin passiert. Fühlt ihr euch weicher, feiner, lieblicher, liebevoller, was auch immer. Und wie gesagt, das, wenn ihr das annehmen könnt, können auch eure Schmerzen zurück oder weggehen. Ich schicke einfach eine für
eine gewisse Zeit schicke ich euch diese Energien. Ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, ihr dürft was Positives, vielleicht sogar ein Feedback geben, was ihr erlebt habt oder wie es euch geht. Danke. Ja, und ich danke dir im Namen auch unserer lieben Zuschauer, dass du das gemacht hast. Ich habe es jetzt noch nie gemacht vor Kamera. Das wirkt. Und das wirkt. Wie gesagt, erhoffe mir natürlich, dass viele Menschen da was sehr Positives mit sich tragen dürfen. In dem Sinne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du da warst. Und ja, dann senden wir euch jetzt noch was, und zwar alles Liebe.